Willkommen zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren in Persien. Der Schah begrüßt euch und ist froher Dinge weiterzumachen mit euch im Laufe der Zeit, denn wir sind auf dem besten Wege, endlich unsere Anerkennung zu verdienen und daran arbeiten wir jetzt natürlich weiter. So, was haben wir hier? Ah, schon wieder ein aufgeflogenes Hinterzimmergeschäft. Nein, verflucht. Das war es wieder mit unserer 18% Chance und wir sind wieder auf 8% zurück für die kulturelle Ausgrenzung. Ich habe so fast ein Gefühl, ich gebe mal einen Tipp ab, wir werden das wahrscheinlich nicht schaffen. So, Investitionsfonds waren wieder mit 1 Million gefüllt. Wir machen aber gerade auch wieder Minus, 3 Millionen Kredit schon wieder. Aber ich versuche ja auch gerade unser Stahlproblem. Oh, das haben wir sogar gleich im Griff. Wir müssten vor allem mal das Thema Glas schneller mal ein bisschen nach oben katapultieren, das ist gerade wichtiger. Und könnte die Bausachen etwas drücken. So, wir haben ein Grubenunglück nach dem nächsten, meine Damen und Herren. Das ist natürlich nicht gut. Ach genau, wollten wir jetzt hier nochmal eine Militärmission machen? Die Russen könnten uns Offensivkraft geben, was wir dann gegen sie verwenden können. Noch haben wir sogar, noch haben wir überraschend gute Beziehungen mit Russland. Die verbessern die mit uns wahrscheinlich wieder. Dann probieren wir das doch tatsächlich, dass wir nochmal eine russische Militärmission anfordern. Ja, sie akzeptieren. Tatsächlich. Habe ich nicht am Ende der letzten Folge erst hier neue Generäle eingesetzt? Wollt ihr mich eigentlich völlig? Also, was zum Geier? Die sterben wie die Fliegen. So, dafür wird jetzt der gute Mann ausgerechnet von den Bauern, die sind ja eh schon stark genug, der wird hoch befördert. Jetzt könnten wir natürlich einen Defensivstrategen auch mal in die Offensivarmee packen. Ah ne, ich nehme glaube ich den Vermesser, der borniert ist. Vielleicht noch einen Ebenenkampfexperte. Schwindler. Flaches Gelände. Ah, aber auch ein Landbewohner wieder. Ne, wir holen uns mal noch den Defensivstrategen bitte. Hier in diese Defensivarmee. So. Tabriz. Ich habe doch da auch jetzt erst wieder Eisenbahnen gebaut, oder? So, bauen wir jetzt mal ein paar Eisenbahnen. Das kriegen wir doch wohl wieder hin. Und in Fars. Wir haben in Fars gar keinen Hafen? Bauen wir mal 2 Häfen in Fars fürs Erste. Genau, Glas ist noch teuer, aber da kümmere ich mich gerade drum. Genau, ansonsten. Ja, Großbritannien garantiert mal wieder unsere Unabhängigkeit, das ist aber schön. Ah, die Verpflichtung, die wir bei Großbritannien haben, wurde als Vorwand für eine Anfrage genutzt, Freunde innerhalb der Industriellen in unsere Regierung aufzunehmen. Oh, das würde... Einen Moment, das muss ich kurz einmal gucken. Ich kann die ja nicht einzeln, also ich... Ich weiß nicht, was das genau zur Folge hätte, muss ich gestehen. Lassen wir mal den britischen... Oha, weiß ich nicht. Wollen wir den britischen Druck zulassen? Das ist jetzt echt fragwürdig, wie gut die Regierung aussehe, wenn nur die Industriellen dabei sind. Ideologie produktionistisch, plutokratisch, laissez-faire, individualistisch. Ich glaube, die sind schon sehr unterschiedlich. Sehe ich hier genau, was das Problem ist? Ideologiebruch. Machtverteilung. Also da gibt es auf jeden Fall einige ideologische Unterschiede. Ich glaube, wobei es wäre natürlich mal eine Chance, zu versuchen, das Thema laissez-faire zu bekommen. Im schlimmsten Fall muss ich die Industriellen halt wieder rausschmeißen. Wir machen das jetzt mal. Ist da jetzt was passiert? Ah. Ja. Die Industriellen kamen tatsächlich und haben aber nur noch 5,6% politische Macht. Das ist jetzt natürlich nicht so toll. Bringt mir auch hier nichts direkt.
Tatsächlich sind nur die Intellektuellen für die Angelegenheit. Ja, ich muss das wieder zurücknehmen, leider. Schade. Sehr schade. So, aber ich senke tatsächlich nochmal die Steuern, auch wenn wir jetzt dadurch wieder mehr Minus machen. Dadurch haben wir eine höhere Legitimität, das ist nicht schlecht. So, die Glashütten werden gerade noch gebaut. Sollte allgemein hoffentlich die Kosten für Glas nochmal senken. Stahleisenbahnwägen, eieiei. Und wir haben auch ein Bürokratieproblem. Was ist denn hier los? Ein ganz so will ich halt nach wie vor irgendwie nichts bauen, muss ich gestehen. So, wenn das jetzt nicht mal reicht, um unsere Bürokratie in den Griff zu bekommen, dann weiß ich aber auch nicht. Ah, wir können auch hier die fortgeschrittene Taktikausbildung nehmen, das machen wir natürlich. Eisenbahn auf Dampfzüge, auch das werde ich machen. Stahl ist mir gerade zu teuer, wir machen mal überall die Holzpassagierwägen wenigstens schon rein. Und das hier bitte noch fertig bauen, weil das war fast fertig. Genau. Weil das muss ich halt mit Staatsbau noch bauen. Und Abweichler tanzen natürlich wieder aus der Reihe, selbstverständlich. Und das war's damit. Und die Intellektuellen sind noch schwächer geworden, fantastisch. Ja, ja, Fehlschlag. Fehlschlag der Legislative. Schlecht. So, das heißt, wir könnten es jetzt mit der Glaubensfreiheit nochmal probieren. Da haben wir natürlich auch wieder einige, die dagegen arbeiten werden. Aber ein Versuch ist es wert. Auch wenn es vermutlich leider genauso schlecht enden wird. So, 37,5%. Es scheint ja weiterhin zu wachsen. BIP pro Kopf ist weiterhin gut. Genau. Deswegen will ich auch gerade nichts erobern. Ihr fragt euch vielleicht, wir haben null Verrufenheit. Persien hat aber vielleicht ja noch hier Interesse. Ja, grundsätzlich ja, aber ich möchte jetzt nicht unsere Anerkennung gefährden. Der Schah möchte das nicht. Erst wenn wir anerkannt sind, dann könnten wir hier noch Gebiete von der Türkei erobern, unseren Krieg gegen Russland und so weiter, alles Mögliche dann machen. Aber was ich gerne... Ja, okay, hier, das dauert noch ein bisschen. Ein Spiel um Macht. Moin Eddin Bakhtiari. Der Vorsitzende der Grundbesitzer hat in der Hauptstadt ein bemerkenswertes Spiel um die Macht gestartet. Nö. In der Liebe und im Krieg ist nicht alles erlaubt. Richtig. Es gibt Grenzen, mein Freund. Es gibt Grenzen. Oh, jetzt haben wir aber dann doch schon einiges an Kredite. Und 33.000 zahlen wir jetzt allein an Zinsen. Was eher unangenehm ist. Aber das war jetzt noch wichtig, dass wir hier diese Regierungsverwaltungen fertig bauen. 7 Wochen. Warten wir mal noch die eine Woche, dann mache ich jetzt mal wieder Pause. So, wir müssen Geld sparen. Und das Thema Autorität müssten wir eigentlich auch wieder sparen. Aber wo noch? Wo? Hier, soziale Durchlässigkeit. Eine unflätige Flut. Abd al-Ghadir ibn Ahmad hat eine ganze Reihe bösartiger Beleidigungen gegen Moin ed-Din Zahidi wegen der Unterstützung für die Glaubensfreiheit vom Stapel gelassen. Das heißt, was? Nichts Gutes, würde ich behaupten. er hier wird alkoholsüchtig. Für wen genau? Warte mal, ich muss mir das kurz genauer gucken. So, er ist Landbewohner. Ist er für die Glaubensfreiheit? Glaube ich eigentlich nicht. Übermäßige Grausamkeit. Intellektueller bekäme das. Aber jemand von den Intellektuellen könnte Beliebtheit bekommen. Die Landbewohner werden schwächer. Mit 90% Chance. Ja, wobei hier hätten wir sogar eine 50%ige Chance, dass das mit der Staatsreligion zurückgeht, aber halt auch eine 50%ige Chance, dass die Staatsreligion mehr Radikalität bekommt. Ich glaube, wir machen es lieber so. Moin Eddin Zahedi muss lernen, sich ein dickeres Fell zuzulegen. So machen wir das. Gut.
Ah, ihr merkt, wir machen jetzt auch nur noch ein knappes Plus. Wenn die Zinsen wieder weg sind, dann würden wir wieder ein deutlich größeres Plus machen. Das wird jetzt aber natürlich einige Zeit dauern ohne Steuererhöhung. Aber gut, dafür werden ja trotzdem weiter andere Sachen noch gebaut. So. Fischkonserven, das sollten wir noch umstellen. Alle Möbelfabriken auf mechanisch. Das Militär wollte ich ja noch so lassen, wie es ist. Das passt. Okay, der Rest sieht gut aus. Was ich mir aber nochmal anschauen wollte, ist, ob wir, wie viele Bauern wir überall haben. Wie kann ich das am einfachsten sehen? 156.000. Schauen wir mal hier vor allem in den Hauptstädten. Hier haben wir zum Beispiel nur noch 51.000 Bauern. Da könnten wir schon ein bisschen mechanisieren quasi. Ah, aber in Tabriz haben wir noch viele Bauern. Okay. Auch noch auf den Subsistenzhöfen. Das ist nämlich das Wichtige, das Thema mit den Subsistenzhöfen. Das heißt, noch brauchen wir keine Maschinen in unseren Fabriken. Hier könnten wir aber höchstens den Wasserrohrkessel vielleicht mal nutzen. In der Hauptstadt, das ist schon in Ordnung. Wobei das gerade nicht sehr produktiv ist. Wieso ist das jetzt so unproduktiv? Höhere Wochenausgaben. Sag bloß, wir haben gerade zu viel Stahl. Ja, wir haben 600 plus Stahl. Na dann verkaufen wir ein bisschen Stahl an die Franzosen. Und wir sollten vermutlich hier auch dringend ein paar Sachen beenden. So. Aus den der Opposition. In einer klaren Zurschaustellung der Uneinigkeit unter den Regierungsgegnern hat Mozaver ed-Din Djamshidian die Namen einiger rivalisierender Oppositioneller in einem seinem Pamphlet veröffentlicht. Die Enthüllung dieser Identitäten bietet der Polizei eine willkommene Gelegenheit, um zur Tat zu schreiten. Wie praktisch. Ja. Wie praktisch. Fantastisch. Eine erhöhte Chance für die Glaubensfreiheit. Oh, und wir haben Öl. Öl, Öl, Öl. Belgien garantiert unsere Unabhängigkeit. Das ist ja auch wieder sehr schön. Oh, und unser Lebensstandard ist auch noch gestiegen. Wenn wir den jetzt noch auf unter 20 bekommen, dann steigt unsere Anerkennung tatsächlich noch schneller. Hawaii interessiert uns nicht. Aber gut, die Steuern habe ich halt schon gesenkt. Ich glaube jetzt nicht, dass uns die Luxuskleidung, dass sich das irgendwie auszahlen würde. Es geht halt vor allem wieder um die Grundgüter. Ah ja, natürlich. Genau die haben wir nicht. Fisch und Getreide. Wir können aber aus Russland sehr viel Fisch importieren. Ah, Getreide. Kriegen wir ein bisschen was. Da sind wir sogar Nummer 2 Produzent weltweit von Getreide. Und dennoch haben wir zu wenig, weil das wird das uns alles wegexportiert, oder was? Nee, eigentlich nicht. Wir verbrauchen auch komplett das Thema Getreide. Aber wenn jetzt, denken wir mal kurz drüber nach. Wir sind Nummer 2 Produzent weltweit. Und wir brauchen aber unsere gesamte Produktion für unser Volk. Das müsste doch bedeuten, als Schlussfolgerung, dass viele, dass fast alle zu wenig Getreide haben in der Welt. Oder täusche ich mich? Weil nur wenn ich Überschuss habe, kann ich was exportieren in die Welt. Und ich glaube nicht, dass die meisten Überschuss haben. Spannend. Sehr interessant. Ah ja, schau an, Glas haben wir auch in den Griff bekommen. Sehr schön. Ja gut, klar, weil wir jetzt nicht mehr so viel bauen. Ach stimmt, deswegen ist jetzt natürlich auch Stahl wieder. Weil wir nicht mehr bauen. Ja, das ist immer ein bisschen dieses Hoch- und Runterfahren. Weil wir halt nicht laissez-faire haben. Da merkt man schon die Unterschiede. Dass Agrarismus vielleicht auch nicht der beste finale Weg ist. Er hat uns auch sehr viele Vorteile gebracht. Aber laissez-faire wäre grundsätzlich auch, würde uns wenigstens als Großmacht in die Zukunft führen, glaube ich. Würde ich behaupten. Ah, Rang 23, das reicht noch nicht ganz. Aber es geht gut voran mit der Anerkennung. Es geht gut voran. Ah, die Vakuumierung. Aber dafür brauchen wir doch dann, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, Öl, oder nicht? Ja. Passt auf, das testen wir mal.
In. Ah, nee, da können wir es nicht machen. Wo habe ich das alles? Hormus. Okay. Nehmen wir mal Herat. Herat war irgendwo hier, oder? Herat. So, dann brauchen wir jetzt Öl. Ah, wir können das aktuell nur über Walfänger, weil ich das noch nicht erforscht habe. Ich verstehe. Aber wir können es ja zum Glück importieren. Von Russen und Briten. Dann können wir es aber noch nicht voll umstellen. Auch wichtig zu wissen. Kampagnenfinanzierung. Partei der gemäßigten Sozialisten. Tja, wir könnten entweder für 13.300 für 2 Jahre, was nicht wenig Geld ist, die Oppositionsmitglieder etwas günstiger stimmen. Das hätte aber aktuell keinen Unterschied. Kirche und Grundbesitzer sind gerade bei 0. Das war. Und Industrie und Kleinbürger sind bei 9. Also ich würde einfach sagen, wir werden sicherlich nicht die Kosten für die Partei übernehmen. Punkt aus. Fertig. Noch mehr organisiertes Verbrechen ist auch nicht so toll. Unsere Autorität sinkt. Verdammt. Oh, wir sind in der Abstimmungsphase. Wie sind wir denn da durchgekommen? Und hol den Experten. Hört sich, glaube ich, auch erstmal gut an. Unterstützer von Mozafair haben problematische Punkte vorgebracht, sodass die Regierung nach technischen Experten sucht, die ihre Eindrücke zum Gesetz in Sachen Glaubensfreiheit schildert. Oh, die Intellektuellen könnten stärker werden. Oder... Oh... Erlasserfolgschance sinkt. Das wäre nicht so toll. Oder... Oder 60% Chance, Erlasserfolgschance sinkt. Oder 40% Chance, Erlasserfolgschance steigt. 2% der Perser würden aber bei der schlechten Variante radikal werden. Ich glaube, wir holen den Experten und hoffen weiter auf die 18%. Das ist jetzt auf 19% gestiegen, weil die Intellektuellen dadurch ja auch stärker und mächtiger wurden. Einflussreicher. So, wir machen jetzt auch wieder 50.000 plus, aber ja, den Zinsberg wieder abzuarbeiten dauert ein bisschen. Autoritäre Absichten. In einer Partei, Gesellschaft für den Fortschritt, hat sich ein kleiner Skandal ereignet, da ein reformistisches Jugendwerk von Abt wieder in Umlauf gekommen ist. Es mag zwar mit viel Enthusiasmus geschrieben worden sein, hat allerdings ansonsten wenig, was es verspricht. Das senkt wieder die Chance für Intellektuelle und auch seine Beliebtheit. Er ist sogar geliebt. Was hat das für direkte Auswirkungen? Ja, das ist ein Problem, was Abd al-Qadir nicht die Partei hat, genau. Senkt aber natürlich wieder ihre Chancen bei der Wahl, viele Stimmen zu bekommen, die Intellektuellen. So, Rang 23. Wir kommen leider nicht auf Rang 20, was den Lebensstandard angeht. Wo das mit der Anerkennung noch ein bisschen schneller gehen könnte. Aber gut, es geht ja trotzdem voran, das ist gut. So, jetzt bin ich gespannt beim Thema Glaubensfreiheit. 19% Chance. Debattieren 40%, Blockade 40% oder Erfolg. Hat die Wahl nicht stattgefunden? Ja. Ja, Landwirtschaftspartei, wieder die deutlich stärkste Kraft. Ja, aber die aktuelle Partei, oder die aktuelle Regierung ist tatsächlich so das Beste, was man sich vorstellen kann. So, also wir hatten leider keinen Erfolg. Wir können aber Allahs Erfolgschance erhöhen. Nach der Verhaftung eines prominenten Gegners der Glaubensfreiheit hat Mozafair ed-Din eine Kampagne in Form eines offenen Briefs ins Leben gerufen. Ja, fantastisch. Das stärkt zwar auch die Gegenbewegung, aber auch unsere Chance im Parlament auf Erfolg. Fantastisch. So gefällt mir das. So, hier brauchen wir auch bald... Ah, da ist schon eine Eisenbahn geplant. Hier brauchen wir dann auch eine Eisenbahn. Gut. Kennt jemand das Zitat, was quasi mehrere Personen sagen aus einer Serie? Gut. Gut. Ja, ja.
Sehr gut. Das ist jetzt, glaube ich, eine sehr schwierige Frage. Aber wenn das mir jemand in die Kommentare schreiben kann, von welcher Serie dieses sehr ominöse Zitat ist, der kriegt meinen immerwährenden Respekt. So, wir haben jetzt die Glaubensfreiheit tatsächlich bekommen. Es hat funktioniert. Fantastische Neuigkeiten. Das bietet doch mal Möglichkeiten. Vor allem könnten wir jetzt auch die öffentliche Schule einführen. Das würde aber jetzt tatsächlich unsere Kirche, die ja noch relativ mächtig ist, radikalisieren. Was jetzt nicht unbedingt direkt der nächste Schritt sein sollte. Die Versammlungsfreiheit wäre vielleicht tatsächlich noch ein Weg, den wir vorher versuchen könnten zu gehen. Genau, auf keinen Fall geschlossene Grenzen. Ja, ein paar Versammlungen könnten wir mal in Persien auch versuchen abzuhalten. Und danach schauen wir mal, ob wir die Industriellen irgendwie in die Regierung bekommen, um vielleicht laissez-faire zu erhalten. So, was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir noch weniger Autorität wegen der Glaubensfreiheit, die weggebrochen ist. Hier haben wir immer noch hohen Aufruhr in Basra. Das bringt halt gut bares Geld, der Erlass hier. Tabriz, das würde aber unsere Wirtschaft schaden. Wobei das halt der Minenerlass ist, ne? Gut, aber wir haben ja auch hier sehr viele Minen. Oder, ja, verhältnismäßig viele Minen. Alle Kohleminen und bald haben wir auch alle Eisenminen. Wir werden mal im Irak, das ist ja nice to have. Es ist zwar wichtig auch, die soziale Durchlässigkeitskampagne, aber gut. So, die konföderierten Staaten haben ein Bündnis mit den USA. Was zum Teufel? Und sie sind wahrscheinlich auch nicht mehr, sie haben auch wahrscheinlich keine Sklaverei mehr, oder? Nee, Sklavereiverbot. Ich wünschte, dass sie das mal noch hinbekommen würden, dass das einfach historischer irgendwie im Laufe der Zeit wird. Die KIs, dass man das noch besser programmieren kann. Weil die Grenzen sind ja schon sehr historisch, außer dass Texas fehlt. Glaube ich jedenfalls. Ich bin jetzt kein Experte, aber ja, Virginia und Richmond war die Hauptstadt auf jeden Fall. Bei Maryland bin ich mir nicht sicher, ob das Teil der Südstaaten war oder und wie es bei West Virginia, Kentucky und Missouri ausschaut. Aber ich meine so in der Art mit Texas noch. Und wobei Texas, war das nicht irgendwie sogar so in einem Unabhängigkeitsstadium in der Zeit irgendwie? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, grob so waren ja sogar die Grenzen. Also das haben sie schon hinbekommen. Aber die haben dann, glaube ich, auch relativ schnell die Sklaverei wieder abgeschafft. Das hat dann halt echt nicht gepasst. Es ist jetzt auch eine demokratische Republik. Job Lead Band, wen haben wir hier? Oh, Theodore Roosevelt. Den sehr 47-jährige Theodore Roosevelt. Spannend. So, Drehventilmotoren haben wir jetzt. Eine lüsterne Literatur. Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Der Schah wurde bei der Lektüre eines kontroversen, zensierten Buchs erwischt, was die Debatte um die Versammlungsfreiheit nur noch mehr anfacht. Oh, 50 Prestige zu verlieren, ist, glaube ich, einiges. Das müssen wir mal kurz überprüfen, wie viel das wirklich ist. Aktuell sind wir sogar mit dem Prestige über dem Norddeutschen Bund. Tatsächlich wäre es gar nicht so schlimm, wenn wir jetzt 50 Prestige verlieren. Wir wären immer noch über dem Norddeutschen Bund. Und immer noch auf Rang 4 als Großmacht, sobald wir anerkannt sind. Deswegen würde ich sogar sagen... Achso, hier steht nur, während des Beschlusses des nächsten Gesetzes sind dann die 50 Prestige dann wieder... Ist das nur temporär? Das ist, glaube ich, tatsächlich nur zeitlich temporär. Ah, perfekt. Aber das erhöht ja gleich mal unsere Versammlungsfreiheit-Chance um 29%. Also das sieht man mal, der Schah ist auch durchaus in dieser Hinsicht mit dabei. So. Ja, Motoren fehlen uns auch gerade und natürlich wieder Getreide. Aber wir haben ja auch immer noch Kredite wieder abzuzahlen. Aber die Anerkennung sieht sehr gut aus, 68%. Fantastisch. Und wir kriegen sogar verzweifelte Verbündete. Umso besser. Das stärkt zwar wieder die Grundbesitzer, aber... Ja. Wenn jetzt die Gegner der Versammlungsfreiheit uns unterstützen, das ist ja quasi so ein... Ja, wir haben jetzt so ein bisschen die Unterstützung für deren Macht gekauft. Aber dann ist doch alles auf dem besten Wege für die Versammlungsfreiheit, würde ich sagen. Damit können wir gut leben. So. Wieso hören wir eigentlich keine Musik mehr? Was ist denn da los? Manchmal.
Schauen wir mal. Royal March. Ah, wieder ein bisschen lauter. Ah, fantastisch. Da, 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 da. Das kann man auch ruhig ein bisschen lauter machen. Ich mag diesen Royal March, der hört sich sehr cool an. Oh, Rivalitäten wurden gebrochen. Das müssen wir korrigieren. Und die Rivalität wieder mit diesem Guizhou erstellen. Uns fehlt aber ein bisschen hier knapp der Einfluss. Obwohl ich Beziehungen verbessert habe schon. Ich weiß gar nicht, wo das ganze Minus, also wo das hingeht. Stimmt, wir haben immer noch das Bündnis mit den Briten. Ja, wir müssen jetzt mal diesen Krieg mit den Russen eigentlich in den Griff bekommen. Heißt aber für uns, oh Gott, die ganze Stufe 3 Technologie bei den Schiffen fehlt uns noch. Ich glaube, da lohnt es sich in dem Fall dann doch tatsächlich vielleicht vorher schon die Sachen hier zu forschen, bevor wir das alles noch nachforschen müssten. Weil wir werden ja nicht auf hoher See, glaube ich, gegen die Russen kämpfen. Ich glaube, da sparen wir uns dann schon ein bisschen Zeit, wenn wir tatsächlich einfach uns direkt die Grabeninfanterie holen. Kriegsspiele würde unsere Armeeoffensive nochmal verbessern auch. Machen wir das noch hinterher. Weil wir dann eigentlich auch die Belagerungsartillerie bräuchten. Die ist fast wichtiger. Das wird natürlich einige Zeit dauern. Ist die Frage, ob wir das dann auch vor den Russen bekommen. Übereifrige Zensur. Ha, wir hatten Glück. Die Chance für die Versammlungsfreiheit ist sogar noch gestiegen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ah, Rang 21 mit dem Lebensstandard. Wenn ich die Regierungsgehälter erhöhe, dann haben die doch auch mehr Geld zur Verfügung. Machen wir das mal. So. Wie sieht es denn jetzt eigentlich in Xibai aus? Das sinkt nicht, ganz im Gegenteil, das steigt. Das kann jetzt nicht wahr sein. Ich kriege hier das Freiheitsstreben nicht in den Griff. Ein eigener Markt, das bringt nichts, oder? Ne, es ist ja sogar ein erhöhter Freiheitsdrang. Ich könnte auch so. Ah, das kostet uns Prestige. Ja gut, aber. Prestige, Verrufenheit. Das könnten wir einfach mit Verrufenheit machen, aber dann würde ja wahrscheinlich noch mehr der Freiheitsdrang steigen. Das ist ja auch nicht der richtige Weg. Ich habe die Beziehungen auf Maximum verbessert, oder? Ja. Herzlich. Nee, herzlich 36. Wir haben einfach keine Diplo-Punkte mehr. Können die Beziehungen nicht noch weiter verbessern? Hm. Ungünstig. Was haben wir hier? Mandschurei. Ein Aristokratenaufstand. Ich glaube, den kriegen die selbst in den Griff, oder? Würde ich behaupten. Ich glaube, sobald wir Großmacht sind, wird das mit dem Freiheitsdrang, glaube ich, auch weniger ein Problem werden. So, wir sind aus den Krediten raus. Fantastische Neuigkeiten. Und Lebensstandard ist Rang 17 in der Welt geworden. Sehr gut, damit müsste das jetzt sehr schnell hier voranschreiten. Oder ist Maximum 1%. Jetzt haben wir auch die Versammlungsfreiheit. So, jetzt haben wir, glaube ich, erstmal kein Gesetz, was wir unbedingt möchten. Wir könnten höchstens die kulturelle Ausgrenzung noch einmal probieren. Komm. Probieren wir das noch einmal. Wenn das dann aber nicht klappt, dann versuchen wir, die Industriellen zu holen für Laissez-faire. Ja, okay, die müssten die Mandschurei gewinnen, den Krieg auch ohne uns. Das sollte klappen. Jemand wurde aus China verbannt. Wir sind auf dem besten Weg, jetzt endlich diese Anerkennung zu bekommen. Stromerzeugung abgeschlossen. Wo haben wir denn unser Gold? Ist nur nicht bei uns, ne? Wir haben keine Goldmine, genau. Wo haben wir denn das meiste Holz? Oh, wir haben eigentlich kaum so richtig viel Holz. Masadran hat tatsächlich das meiste Holz. Dann werde ich tatsächlich in Masadran eine Kraftwerk in Auftrag geben.
Ja. Ah, nur noch Rang 19 Lebensstandard, aber es reicht noch. 90,5%. Aber es steigt dann doch nur um 1%, oder? Vielleicht geht es dann aber auch schneller. Wir beobachten das mal kurz. 90,5. Na. Wir sind fast bei 100 Millionen BIP. Ah, 92%. Das heißt, es ist um 1,5% gestiegen. Also, dass wir jetzt unseren Lebensstandard verbessern konnten, hat es nochmal um 5% quasi erhöht und beschleunigt. Gesetzesvorschlag sorgt für Aufruhr in tatschikischen Gemeinden. Und inwiefern schert uns, was sie denken, drücken wir die Sache mit Gewalt durch. Jawohl, wir wollen dieses Gesetz. Vorwärts. Vorwärts. Was haben wir denn jetzt für einen Bourgeoisie-Aufstand? Ach Gott, den habe ich überhaupt... Okay, den habe ich leider überhaupt nicht bemerkt. Der ist am Schar ein bisschen vorbeigegangen. Schicken wir unsere Armee. Müssen wir uns das ein bisschen beeilen. Weil das dann sehr schnell nach hinten losgehen kann. Ah, das kriegen wir aber in den Griff. So, was haben wir hier? Unbeteiligte. Ah, die Landbewohner wollen die geschlossenen Grenzen haben. Oh. Oder wir können den Landbewohnern auch kulturelle Ausgrenzung als Kompromiss anbieten, was wir gerade sowieso versuchen im Gesetz durchzubekommen. Ja, fantastisch. Bieten wir ihnen eine kulturelle Ausgrenzung als Kompromiss an. Sind die jetzt dafür? Nö. Doch. Landbewohner sind dafür. Ha, fantastisch. Industrielle Barrieren sind... Ha. Ja, rebellische Einzelkämpfer. Das ist schon wieder Abd al-Qadir ibn Ahmad von den Intellektuellen. Der will ins Exil. Oder Bewegung für Technokratie bekommt mehr Anreize. Er will aber auch nur die Technokratie vor allem haben. Ja, von mir aus kann er ins Ausland gehen. Ins Exil habe ich jetzt kein Problem damit. Und Geschenke unter Freunden, denn... Eine interne Untersuchung hat ergeben, dass ein Regierungsbeamter zahlreiche Geschenke im Namen der Lobby Persisch-Russische Vereinigung erhalten hat. Was? 5% der intellektuellen Mitglieder sind Pops in Persien, werden loyaler. Oder der Mann tritt zurück. Ein historischer Charakter, Sata Khan, radikaler Intellektueller, der halt auch leider die Republik möchte. Möge er zurücktreten. Das bringt uns auch nochmal Regierungslegitimität. Das ist ganz vorteilhaft. Tatsächlich. So. Jetzt machen wir aber eine überlange Folge extra für euch, würde ich vorschlagen. Ich will noch diese Anerkennung als Grand Final haben. Hossein Kashani ist gekommen. Der möchte den Interventionismus. Jetzt wollen die alle den Interventionismus, aber ich würde doch gerne laissez-faire haben, aber ziemlich viele wollen Interventionismus. Das ändert sich wahrscheinlich nicht auf laissez-faire dann, oder? Vielleicht müssen wir dann zwei in einen Doppelschritt gehen, dass wir quasi erst Interventionismus holen. Aber was ist eigentlich mit dem Mann? Der möchte die Masseneinberufung. Die möchte ich nicht. Den werde ich mal verbannen. So. Und jetzt kam noch jemand, der irgendwie für die Gehöftbauern ist. Naja, das würde halt die Landbewohner, die sowieso schon stark genug sind, noch mehr stärken. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber wir sollten aber vielleicht nochmal die... Können wir die nochmal fordern, die russische? Nee, aber die britische. Weil bevor wir jetzt die Anerkennung bekommen, holen wir uns auch nochmal die britische Militärmission. Oh nein, sie lehnen die Unterstützung ab, die Briten. Das ist aber frech. Ja, und die Befriedung mit den Turkmenen, das würde uns jetzt sowieso... Boah, 250.000 bringen und das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Wobei, das... Habe ich das einmal überprüft? Wisst ihr was, wir machen folgendes, ich werde jetzt kurz hier mal speichern und wenn die Folge beendet ist, komme ich hier nochmal zurück und überprüfe das, nur um sicher zu gehen. Nicht, dass uns da irgendwas Wichtiges entgeht, aber ich dachte, ich hatte es einmal überprüft, dass ich dann trotzdem dort noch nicht kolonisieren konnte, weil die Russen dort quasi Ansprüche gestellt haben. Es müsste so sein. Spanien stellt sich auf die Seite des Siams. Wir sind bei 97,5%. Ah, nur noch Rang 21, deswegen geht es ein bisschen langsamer beim Lebensstandard. Aber apropos, wir könnten mal wieder hier unseren Bausektor anwerfen. Die Briten wollen
dass wir in den Krieg dazukommen. Oh, für ein Nebenkriegsziel unserer Wahl? Gegen Siam, Spanien. Wie viel Zeit habe ich, bis ich das annehmen muss? Ich würde gern vorher noch... Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ah, es war zu... Ich habe zu... Verdammt, ja gut. Wir könnten irgendein Kriegsziel von Siam verlangen. Vielleicht einfach Kriegsreparationen? Weil Land können wir nicht bekommen. Ja, und genau, Land geht nicht. Ah nee, das geht nicht. Wieso geht das nicht? Wir sind derzeit Ziel einer Beeinflussung. Die ist doch schon vorbei. Muss ich da noch kurz eine Woche warten? Oh, die Briten haben ihre Einstellung gegenüber uns geändert. Ja, und jetzt... Ja, da hätte ich vielleicht doch... schneller denen helfen sollen. Jetzt mögen uns die Briten nicht mehr. Das könnte bedeuten, dass sie das Bündnis, was wir haben... Oh, haben sie es schon aufgekündigt? Ei, ja, so viel zu unserem Bündnis mit den Briten. Das war jetzt eine Fehlentscheidung meinerseits. Ich war schon so euphorisch wegen der Anerkennung. Und sie haben auch die Auslandsrechte widerrufen, die Briten. Ei, 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 ei. Jetzt müssen wir dann doch wohl ohne die Briten gegen die Russen kämpfen. Und sie garantieren nicht länger unsere Unabhängigkeit. Sowas. So, 99,5%. Wir lassen uns jetzt nicht zurückschrecken, denn die Anerkennung, sie müsste kommen. Jeden Moment. Jeden Moment. Na? Jetzt, 100%. Zack. Wieso auch immer es jetzt eine persisch-belgische Übereinkunft ist. Ah, weil Belgien eine Großmacht darstellt. Anerkennung verdienen abgeschlossen. Dieser wegweisende Vertrag, der heute Nachmittag in Brüssel unterzeichnet wurde, hebt offiziell alle früheren ungleichen Verträge zwischen Belgien und Persien zugunsten eines neu ausgehandelten Vertrags zwischen Gleichgestellten auf. Ein neuer Aufbruch für Persien. Ratifizieren wir den Vertrag. Sehr schön. Wieso eigentlich mit Belgien? Hatte ich da eine Botschaft? Oder irgendwas dergleichen? Schlimm ist, die Belgier haben halt auch nicht so viel Truppen, dass uns das hilft. So, das ist jetzt eine falsche Anzeige, dass die Liga des Nahen Ostens verlassen. So. Meine Damen und Herren, ich präsentiere die Großmacht Persien, Rang 4 der Welt, vor dem Norddeutschen Bund. Aber der Norddeutsche Bund ist... im Krieg möchte Bayern bekommen und Hessen. So, ganz viele Lobbys wurden aufgelöst und, oh, das wusste ich gar nicht. Aus Persien wurde jetzt der Iran als Großmacht. Das ist auch neu. Wir sind jetzt der Iran geworden. Interessant. Aber wir haben das mit der Ostgrenze. Ah, das bleibt. Okay, das haben wir immer noch. Spannend. So, das große, große Spiel. Jetzt müssen wir quasi nur noch diese Kriege führen. Und sind da, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Fantastisch. Freunde, dann war es das mit dieser extra langen Folge für euch. Persien ist anerkannt, ist jetzt der Iran. Und als nächstes müssen wir Wirtschaft aufbauen noch weiter. Armee aufbauen und dann Kriege führen gegen Russland und gegen die Briten. Um sie zu vertreiben und das große Spiel zu gewinnen. Und ich sag mal so, mit der Türkei haben wir, glaube ich, auch noch ein paar offene Rechnungen, um dort Gebiete zu gewinnen. Also, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Vor allem jetzt, wo wir die Anerkennung uns geholt haben und eine Großmacht wurden. Und ansonsten schreibt doch gerne in die Kommentare, was aus eurer Sicht jetzt die nächsten Schritte sind. Was sollen wir jetzt machen? Was sind die nächsten großen Ziele, außer die ich vielleicht genannt habe? Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Gaius.